Buchstabieren? B-R-O-W-N. Nicht gerade ein seltener Name. Er ist trotzdem nicht auf der Liste. Tut mir leid. Ach zum... Lassen Sie es mich noch einmal versuchen. Das hier ist die Hill Valley Expo, richtig? Die erste. Allerdings. Und der Zweck unserer Messe ist, neueste Technologien zu zeigen. Richtig. Und Hill Valleys Ruf als fortschrittliche Stadt zu verbessern und zu stärken. Und trotzdem wollen Sie den Schöpfer dieser großartigen Erfindung einfach davon ausschließen. Ich will es gar nicht, aber... Oh je. Mr. Corleone, Sie tauchen immer in den seltsamsten Momenten auf. Was tun Sie hier? Ich muss... Was es auch ist, ich hoffe nur, Sie haben nichts mit Mr. Dickschädel hier zu tun. Anscheinend ist es seine einzige Aufgabe, Leuten bei ihren Angelegenheiten im Weg zu stehen. Unter uns. Es ist ein Wunder, dass es die Tenen Gang mit ihm als Buchhalter so weit gebracht hat. Haben Sie Emmett gesehen? Dann nein. Haben Sie von seinem großen Durchbruch gehört, dem mentalen Affinitätsmesser. Ist das nicht aufregend? Wenn man bedenkt, dass ihm seine Bedeutung nicht bewusst war, bis ich sie ihm klargemacht habe. Ich kenne niemanden wie ihn. Er erkennt sein Potenzial einfach nicht. Darüber wollte ich mit Ihnen reden, über Emmett und sein Potenzial. Komisch. Zuerst habe ich es selbst nicht erkannt. Ich dachte sogar, ich kann ihn nicht ausstehen. Ja. Ich versteh's nicht. Emmett ist zwar nett, aber er ist nicht gerade der Typ, dem die Mädchenherzen zufliegen. Tja, ich bin kein gewöhnliches Mädchen. Ja, aber... Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, Mr. Corleone, aber ich komme schon allein zurecht. Ich weiß, was für mich das A und O bei einem Mann ist, und Emmett ist buchstäblich perfekt. Er heißt Emmett Brown, reimt sich auf Clown, wofür ich Sie langsam halte. Sicher nur eine einfache Verwechslung. Daran habe ich keinen Zweifel. Emmett ist also der Richtige. Ein Mann, wie Sie ihn sich wünschen. Ja. Was genau wünschen Sie sich denn? Sie wären ein guter Journalist, Mr. Corleone, wissen Sie das? Da wäre zuerst sein Erscheinungsbild. Emmett ist vielleicht kein Clark Gable, aber er ist überraschend reinlich. Ich habe ihm für die Expo den weißen Anzug meines Großvaters gegeben. Sie sollten ihn darin sehen. Er strahlt förmlich. Sieht gut im Anzug aus, verstehe. Und er ist mir völlig treu. Das ist wichtig. Ich habe keine Zeit und kein Verständnis für Schürzenjäger. Treu wie ein Hund. Okay. Drittens und am allerwichtigsten. Ja? Sein Verstand natürlich. Er ist brillant und rechtschaffen durch und durch. Sein eigener mentaler Affinitätsmesser zeigt es, er ist ein Musterbürger. Toller Verstand, verstehe. Und wenn sich herausstellen sollte, dass Sie sich in einer dieser Eigenschaften geirrt haben. Was geht Sie das an? Ich bin nur neugierig, versuche die Frauen zu verstehen. Sie sollten eins wissen, ich bin kein ängstliches Mädchen, das bei dem ersten Anzeichen von Problemen davonläuft. Ich habe viel in Emmett investiert. Kein Geld, aber ich habe all meine Hoffnungen auf ihn gesetzt. Ich müsste schon schwer enttäuscht sein, um mich von Emmett zu trennen. Verstanden? Aha. Also, Herr Nachwuchsjournalist, noch Fragen? Ich kann mir Emmett nur schwer als Womanizer vorstellen. Womanizer? Einer, auf den die Mädchen fliegen. Fliegen? Jemand, der... Sie wissen schon. Also ein Frauenschwarm? Ja. Ich schätze, das ist Geschmackssache, aber... Mit Pomade in den Haaren und herausgeputzt im weißen Anzug meines Großvaters strahlt Emmett geradezu. Mein Herz schlägt höher, wenn ich nur an ihn denke. Sie meinen zwar, Emmett ist ein Musterbürger, doch Sie kennen ihn nicht so gut wie ich. Wussten Sie, dass er ein paar Libyer um Plutonium betrogen hat? Plutonium? Was sollten Libyer mit Plutonium anfangen? Sicher hatte er dafür einen guten Grund. Emmets mentaler Affinitätsmesser zeigt eindeutig, dass sein Verstand völlig rechtschaffend ist. Was ist eigentlich dieser mentale Affinitätsmesser? Oh, er ist eine absolut revolutionäre Erfindung. Er misst die Affinitäten einer Person, was sie anzieht, was sie abstößt, solche Dinge. Interessant. Und das funktioniert wirklich? Natürlich. Wozu sollte man etwas erfinden, das nicht funktioniert? Auf jeden Fall funktioniert es gut genug für meine Zwecke.
Sie sagen, Emmett hat nur Augen für Sie? Absolut. Es ist beinahe befremdlich, wie hingebungsvoll er ist. Ach ja, gut zu hören, dass er endlich beständig wird. Ja, beständig wird? Ja, dass er nicht mehr von Blüte zu Blüte fliegt. Von Blüte zu... Sie machen Witze. Irgendwie tun sie mir alle leid. Wer? Emmets andere Mädchen, jetzt da in festen Händen ist. Bitte, ich glaube, mittlerweile kenne ich ihn. Es gibt keine anderen Mädchen. Ich frage mich, was aus Emmets kleinem schwarzen Buch wird. Kleines schwarzes Buch? Oh, es ist legendär. Damit konnte Emmett der, Valentino, der Hill Valley High werden. Mann, ich frage mich, ob er es vielleicht mir gibt. Sie müssen mich für sehr leichtgläubig halten, Mr. Corleone. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Hey, Artie, hast du meinen Kranz gesehen? Meinst du den hier? Ja, danke. Sie kommt und geht, wie sie will. Und ich muss warten. Großartig. Haben Sie rausgefunden, was mit der Zeitleitung nicht stimmt? Bin mir nicht sicher. Möglich. Scheinbar ist es ein einfaches Verkabelungsproblem. Aber zur Sicherheit prüfe ich es noch einmal. Die Grundausstattung scheint zu funktionieren. Könnte ich mir vielleicht den DeLorean ausleihen? Ich will Ihr jüngeres Ich im Labor besuchen. Also, ich weiß nicht. Die Zeitleitung... Ich fahre auch keine 140, versprochen. Trotzdem, ich möchte ihn nicht aus den Augen lassen, wenn er so unberechenbar ist. Weißt du was? Ich mache eine Probefahrt. Eine Minute in die Vergangenheit. Besteht er den Test? Kannst du ihn nehmen? Es hat geklappt. Oder nicht? Nein, offenbar war die Zeitabweichung diesmal noch größer. Ich bin vor 6 Stunden angekommen. Oh, schade. Ich wollte nicht riskieren, deine bisherige Arbeit zunichte zu machen und habe mich versteckt gehalten. Doch die Zeitverzögerung war nicht umsonst. Ich war im Haushaltswarenladen und habe Teile für einen chronometrischen Analysator gekauft. Ein was? Ein Diagnosegerät. Sieh her, ich schließe es an die Zeitleitung an und starte einen Durchlauf. Wenn die grüne Leuchte angeht, sollte ich alle Daten haben, um den Umfang des Problems festzustellen. Hey, bringen Sie das Ausstellungsstück wieder zurück! Du musst dir wohl ein anderes Gefährt suchen, wenn du zum Labor kommen willst. Ich heiße all jene willkommen, die diese geheiligten Hallen betreten. Ich heiße all jene willkommen, die diese geheiligten Hallen betreten. Ich heiße all jene... Oh, hey, Kleiner. Sag mal, bist du nicht der Kerl, der... Sie gegen Kit Tennen aufgebracht hat? Ja. Du siehst ohne Bart viel jünger aus. Das war wirklich ein schmutziger Trick, mir einzureden. Kit hätte Artie kalt gemacht. Tut mir leid. Das war die einzige Möglichkeit... Ach, vergiss es. Das versuche ich zumindest. Vorbei ist vorbei. Das ist mein Motto. Einfach für den Moment leben. Genau. Also, was machst du hier? Wollen Sie die Hebel bedienen, die die Zukunft steuern? Auf der Expo, Dummerchen. Technik für eine bessere Zukunft und das alles. Oh, ja, deshalb bin ich hier. Also, wen sollen Sie darstellen? Hast du in der Schule nicht aufgepasst? Ich bin Techne, die Muse des Fortschritts. Zu erkennen an den Blitzen. Da war ich wohl gerade Kreide holen. Ich soll sowas wie eine Göttin sein. Ich inspiriere all die großen Männer zu ihren Entdeckungen. Und auch Frauen. Wir wollen Marie Curie nicht vergessen. Niemals. Sie arbeiten also für die Expo? Ja, ist das nicht klasse? Ich begrüße alle wichtigen Gäste. Und am letzten Tag werde ich dem Sieger die goldene Sonnenuhr verleihen. Techne, die Muse des Fortschritts. Kein schlechter Job. Artie hat ihn mir besorgt. Der erste Schritt zur anständigen Frau.
Hören Sie, ich habe einen Vorschlag. Ich habe da diesen Freund. Vergiss es. Ich bin mit Artie zusammen. Nein, das meinte ich nicht. Mein Freund ist in einer Beziehung mit Edna Strickland. Armer Trottel. Das wünsche ich niemandem. Dann verstehen Sie, worauf ich hinaus will. Er lässt sich nicht zur Vernunft bringen, aber vielleicht macht sie Schluss, wenn sie denkt, sie beide... Ah, du bist ja echt hinterhältig, Kleiner. Manchmal bleiben einem nur noch miese Tricks. Was meinen Sie? Tut mir leid. Edna ist zwar eine Nervensäge, aber wenn ich jeder Frau, die mich nicht mag, böse Streiche spiele, dann würde ich viele Streiche spielen. Außerdem ist das unter der Würde von Techne, der Muse des Fortschritts. Aber mein Freund Emmett braucht unbedingt Hilfe. Er geht mit Edna Strickland aus? Ja, der braucht wirklich dringend Hilfe. Sie sollen ihn nicht verführen. Tun Sie nur, als hätten Sie was mit ihm. Das wird Sie irre machen. Das würde es wohl. Und? Mm-mm. Das würde ich keinem anderen Mädchen antun. Außer ich bin stinksauer auf Sie. Das könnte meinem Ruf als Muse schaden. Bis bald, Trixie. Aus dieser Kammer der Wunder sagen wir Ihnen Lebewohl. Wieder da, Mr. Corleone. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe nachgedacht. Ich weiß über Trixie Trotter Bescheid. Ja? Anscheinend wurde sie zu einer Art Expo-Königin gemacht. Techne, die Muse des Fortschritts. Das ist nicht wahr. Nun ja, Hill Valley sollte durch die Expo einen Ruf bekommen. Ich wusste nicht, dass es so gemeint war. Was haben Sie gegen Trixie? Es geht ums Prinzip. Wie kann unsere Stadt nur von so einer Frau repräsentiert werden? Das nehme ich nicht hin. Als verantwortungsvolle Bürgerin fordere ich, dass Sie diese Muse entlassen. Trixie? Was ist mit ihr? Sie ist wohl kaum für einen ehrenvollen Platz bei einem öffentlichen Ereignis geeignet. Hören Sie, Lady. Sie passt in das Kostüm. Sie ist Amerikanerin. Und sie hat es sogar geschafft, ihren Text zu lernen. Also, was wollen Sie mehr? Oh, diese Leute sind unmöglich. Sie wollen, dass man Trixie feuert? Man darf nicht zulassen, dass solche Frauen in der Gesellschaft zu Respektspersonen werden. Das ist ein schlechtes Zeichen für die Zukunft. Wirklich? Aber erzählen Sie das mal diesem armen Trottel. Sie hat ihm völlig den Kopf verdreht. Das ist ihre Taktik. Ach ja? Aber ich könnte für ihre Entlassung sorgen, wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Zweifellos hat so eine Frau viele Skandale zu verbergen. Ich würde sie aufdecken, wäre ich noch Reporterin. Aber ich habe keine Zeit. Ich bin mit Emmett und seiner Erfindung beschäftigt. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Was ist mit Ihnen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Nein. Dann lassen Sie mich bitte durch. Das kann ich leider nicht, bis ich Ihr Anmeldeformular finde. Das ist doch lächerlich! Hey Kumpel! Na toll, der wieder. Witzig, das wollte ich auch gerade sagen. Solltest du nicht mit dem Rest von Kids Gang im Knast sein? War ich, aber dann ergab sich eine Gelegenheit und ich hab... gesungen wie ein Kanarienvogel. Ich nenne es einen bewundernswerten Sinn für Selbsterhaltung gezeigt. Spielst du später noch Klavier für Trixie? Nein. Warum nicht? Weil die kleine Sauberfrau heutzutage zu anständig ist, um sich mit Q-Ball abzugeben. Du scheinst sauer auf Trixie zu sein. Sauer? Trixie und ich kennen uns schon ewig. Ich weiß Sachen von ihr, die nicht mal Kid weiß. Sachen, bei denen es dir die Schuhe auszieht. Ach ja? Oh ja. Und wie sie jetzt hier herumstolziert und so tut, als ob sie was Besseres wäre, das, naja, das stinkt mir halt, weißt du? Also, was ist denn so peinlich an Trixies Vergangenheit? Klar, das werde ich dir erzählen. Ach komm schon.
Nein. Pass auf, dann erzähle ich dir erst was Peinliches über mich. Zum Beispiel? Meine Mutter hat sich sogar unter Alkoholeinfluss an mich rangemacht. Autsch! Okay, Kleiner, du hast gewonnen. Das war ziemlich peinlich. Fast so peinlich wie das hier. Ist das Trixie? Yep. Hat nicht gerade viel an. Kein Scherz. Vor ein paar Jahren war sie auf einigen dieser künstlerischen Postkarten. Hab einen ganzen Stoß davon. Kann ich eine haben? Ich weiß nicht. Du hast damit doch nichts Schlechtes vor, oder? Ich verspreche, es ist für das Allgemeinwohl. Gut. Okay. Was Neues von Kid gehört? Wir reden gerade nicht miteinander. Liegt wohl an unseren unterschiedlichen Inhaftierungsgraden. Was für ein Zeug musst du denn hier so schleppen? Kein Schimmer. Elektro dies, Robo das, Dynamo was auch immer. Ich verstehe nur Bahnhof. Was ist denn mit deinen Zähnen? Meine Zähne? Ja, sie sind grün. Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Echt jetzt, was ist mit deinen Zähnen los? Nichts, gar nichts, ich... Ach, Mist. Was ist los? Es sind diese... Dr. Fringles Eigenkuchen? Eine Kiste voll ist vom Laster gefallen, den ich entladen habe. Und ich kann nicht aufhören, sie zu essen. Konnte ja nicht ahnen, dass die meine Zähne grün färben. Na, bei Algen hätt's wohl klingeln sollen. Verpetz mich nicht bei Artie, okay? Ich brauch den Job, echt. Kein Ding, aber ich behalte die Kuchen wohl besser. Klar, Kumpel. Locker bleiben. Du redest komisches Zeug. Vielleicht sollten Sie sich das mal ansehen. Warum in aller Welt sollte ich mir... Wow, was haben wir denn hier? Oh, Sir, Mr. McFly! Es scheint, Ihre Muse hat mehr inspiriert als nur den Fortschritt. Trixie? Oh nein, nein, nein. Was tun Sie mit einer schmuddeligen Postkarte? Was tut sie auf einer schmuddeligen Postkarte? Ich schwöre, Mr. McFly, wenn Sie das nicht überzeugt, dass Trixie Trotter ungeeignet ist, Hill Valley zu repräsentieren... Ich brauche keine Vorträge, wen ich einstellen kann und wen nicht, Miss Strickland. Trixie ist verdammt gut in dem, was sie tut. Mir ist egal, ob sie früher das wilde Weib aus Winnipeg war. Ihre Vergangenheit interessiert mich. Trixie? Was ist denn, Artie? Ich will ja nicht neugierig sein, aber in welchem Staat bist du aufgewachsen? In der Provinz Manitoba. Warum? Nicht einmal Amerikanerin! Nun ja, Darling, die Satzung besagt ausdrücklich, dass die Hostess der Expo Amerikanerin sein muss. Wenn du wirklich Kanadierin bist... Werde ich gefeuert? Du feuerst mich? Ich will es nicht. Hier, da hast du's wieder. Nun, ich bin froh, dass endlich jemand auf die Vernunft hört. Wir müssen reden. Trixie? Ich mache es. Diese Schnepfe wird vor Eifersucht platzen. Sehr gut. Ich habe schon alles geplant. Wenn Emmett auftaucht... Wir tun es auf meine Weise. Was? Improvisation ist nicht meine Stärke. Und ich werde keinen Text lernen. Aber ich habe einmal in diesem Stück gespielt. Das Hausmädchen in Not. Ich könnte eine Szene daraus vorführen. Okay. Dafür brauche ich aber noch ein paar Requisiten. Warum überrascht mich das nicht? Einige Pelze. Einen großen Diamanten. Er muss auch nicht echt sein. Das macht es leichter. Und etwas von deinem Freund, diesem Emmett. Hat er ein Fotoalbum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Bring es mir einfach. Pelze, ein Diamant und Emmets Fotoalbum. Und dann? Lehn dich zurück und sieh die Fellfetzen fliegen.
Wenn ich zu Emmett will, brauche ich einen fahrbaren Untersatz. Sehen Sie die Autos der Zukunft. Wird präsentiert von Stadler de Soto. Ah, gut. Du bist wieder zurück. Erzähl mir alles. Sie sagt, sie mag ihre Rechtschaffenheit, dass sie gut in einem Anzug aussehen und dass sie ihr völlig treu sind. Verdammt, da hat sie mich eiskalt erwischt. Du musst es einfach schaffen, ihre Meinung zu ändern. Ich bin hier, wenn du Hilfe brauchst. Brauchst du Hilfe? Es ist echt schwer, ein anderes Fahrzeug zu finden. Sind Sie sich sicher, dass ich nicht... Erst nach dem Test. Vielleicht gibt es sogar eine Regionalbahn. Im Jahr 1931? Ach ja, nun, ich bin mir sicher, du findest schon etwas. Ich glaube, langsam habe ich einen Plan. Gut, verrat ihn mir. Nein, nicht. Immerhin geht es um meine Geschichte. Wenn ich den Plan kenne, verliere ich vielleicht meine Entschlossenheit. Hey, Artie. Officer. Officer? Ach ja, Tarnung nicht auffliegen lassen. Würden Sie sich bitte auf die wichtigen Dinge konzentrieren? Kann jetzt nicht reden. Hey, Entschuldigung. Ja? Wann öffnet die Expo? Erst heute Abend. Jeder, der hier nicht offiziell zu tun hat, verlässt bitte das Gelände. Hast du hier offiziell zu tun? Ja. Dann steh den Arbeitern nicht im Weg. Du kommst mir bekannt vor. Kennen wir uns? Mm-mm. Ja? Wann öffnet die Expo? Erst heute Abend. Jeder, der hier nicht offiziell zu tun hat, verlässt bitte das Gelände. Hi, Trixie. Oh, hey, Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Naja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmett trennen. Ach ja, richtig. Hast du alle Requisiten, die ich wollte? Die Pelze, den Diamanten und das Fotoalbum? Nicht alle, aber ich arbeite daran. Gut, ich brenne darauf, dem feinen Fräulein eine Vorstellung zu geben. Wenn ich zu Emmett will, brauche ich einen fahrbaren Untersatz. Knopf drücken, um das Hill Valley der Zukunft zu erleben, ca. 1981. Ich glaube, auf der Zeitachse war ich noch nicht. Netter Klunker. Aber ich komme nicht ran. Süße Träume, Hill Valley. Die Expo möchte Sie daran erinnern, alles, was Sie brauchen, um Ihre Träume wahrzumachen, finden Sie bei Hell's Eisenwaren. Hell's Eisenwaren, seit 1895 im Dienste unserer schönen Stadt. Ein künstlicher Regenbogen, der die Menschen von Hill Valley daran erinnert, dass ihre Wünsche erfüllt werden und das Leben schön ist. Natürlich wollen sich unsere Bürger auch gelegentlich an die frische Luft wagen. Aus für und was könnte schöner sein, bringen Sie mit uns 50 Jahre in die Zukunft und sehen Sie das Hill Valley von 1981. Präsentiert von Hell's Eisenwaren und der Fantasie. Meine Zukunft wäre nicht so schlampig konstruiert. Hi, Miss Strickland. Ich wollte nur... Zerstören Sie, was Sie wollen, Mr. Corleone. Das juckt mich nicht. Halten Sie sich nur von Emmets Stand fern. Apropos, ich sehe besser nach, was er macht.
Sollten Sie ihn nicht lieber in Ruhe lassen? Er sagte, er müsste noch an seinem neuen Projekt arbeiten. Und genau deshalb muss ich zu ihm. Emmett ist ein sehr intelligenter junger Mann. Doch unter uns gesagt, er lässt sich gern ablenken. Meine Aufgabe ist es, aufzupassen, dass er bei der Sache bleibt. Aber... Na, na, kein Wort mehr. Ich habe den Rest des Tages schon durchgeplant. Miss Strickland! Entschuldigung, ich weiß nicht. Himmel, Sie haben Ihre Haare abrasiert. Aber Carl Sagan? Hätten Sie einen Augenblick für mich? Ich weiß nicht, ob es angemessen ist, sich mit einem mutmaßlichen Brandstifter sehen zu lassen. Ich denke, es ist vielleicht in Ihrem Interesse. Sehen Sie, ich weiß, wo wir... Lassen Sie uns irgendwo reden, wo wir ungestört sind. Geh, ich beschäftige Sie, bis du zurückkommst. Das Jahrhundert sieht rosig aus für unsere schöne Metropole. Durch landwirtschaftliche Fortschritte wird es ein leichtes sein, unsere blühende Bevölkerung zu ernähren. Keine Lust zu warten, bis unser natürlicher Herz Eisenbahn und der Fantasie der ganzen Menschheit. Ein künstlicher... Emmett? Danke nochmal für Ihre Unterstützung, Detective Parker. Detective? Was zur Hölle macht Kit hier? Nichts Kriminelles. Ich habe nur eine Gedankenkarte von Mr. Tennant für unsere Expo angefertigt. Man würde Edna und mir nie erlauben, eine Live-Demonstration des mentalen Affinitätsmessers mit einem Gewalttäter vorzuführen. Aber so wird's auch gehen. Okay, was nun? Nach dem Eintopf sehen, die Karten sortieren. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Edna schwingt ganz schön die Peitsche, was? Nun ja, aber das tut sie nur zu meinem Besten. Ohne sie werde ich so leicht abgelenkt. Hat sie dich geschickt, um nach mir zu sehen? Ja, sie wollte selbst kommen, aber... Sie ist auch beschäftigt, ich weiß. Du bist zwar nur ein schwacher Ersatz für Ednas Liebreiz, aber fühl dich ganz wie zu Hause. Danke. Du musst mir nicht danken. Ohne dich wäre ich niemals so weit gekommen. Ich bin mit meiner absoluten Traumfrau zusammen und nur noch knapp 6 Stunden von meinem größten wissenschaftlichen Erfolg entfernt. Moment, 6 Stunden? Mein Gott, die Zeit läuft mir davon! Wie arbeitet dieses mentale Affinitätsdings? Hier, ich zeig es dir. Hey! Die Person trägt einen Gehirnvermessungshelm, der das Gehirn mithilfe der Leitfähigkeit der Haut und des elektrischen Widerstands auf der Oberfläche des Partiallappens untersucht. Ach so. Wenn ich den Gehirnvermessungshelm mit diesem Knopf anschalte, wird das Testobjekt verschiedenen visuellen Reizen ausgesetzt, die einige positive und negative Reaktionen auslösen, welche dann durch diese Lichter am Helm angezeigt werden. Hey, ist das... Wenn die Reaktionen aufgezeichnet wurden, werden sie an diese spezielle Schreibmaschine gesendet. Diese druckt eine Lochkarte, die eine Karte der Gedanken darstellt. Ich sehe nichts weiter als viele Löcher. Für dich mag es so aussehen, aber für unseren mentalen Affinitätsmesser hier ist dies der Weg zu deinem Unterbewusstsein. Pass auf, ich werde jetzt deine Gedankenkarte in den MAM schieben. Faulpelz? Dieses Ding nennt mich einen Nichtsnutz? Nein, deine physiologischen Reaktionen taten es. Nichts passiert. Der Knopf wechselt während des Gedankentests zwischen den Dias. Er funktioniert nur, wenn der Test gerade läuft. Hey Emmett, was kochst du da? Das ist ein altes Brown-Familienrezept für Hasenpfeffer. Hasenpfeffer? Kanincheneintopf. Der Trick ist, den Kreuzkümmel erst 1 Stunde nach den Karotten zuzugeben. Riech mal. Hm. Hast du je in deinem Leben etwas Besseres gerochen? Es ist kräftig, ja. Es köchelt jetzt erstmal so vor sich hin. An deiner Stelle wäre ich sehr vorsichtig. Warum?
Das Raketentreibstoffexperiment hat wohl einen Zahn aus der Handkurbel herausgebrochen. Wenn du sie mehr als 10 Sekunden drehst, dann... Au! ...bekommt man einen Stromschlag. Was ist das? Das ist eine Kanne Motorenöl, Raketentreibstoffabfall und diverse chemische Reste meines aufgegebenen Raketenautos. Eklig. Ja, es ist in der Tat ziemlich eklig. Wärst du wohl so freundlich, es zu entsorgen, wenn du gehst? Sicher. Was ist das? Das ist das Plakat, das wir an unserem Stand auf der Expo anbringen. Der Wissenschaftler, der Kit Tennen schnappte? Eine kleine Übertreibung, aber Edna meint, das zieht Besucher an. Wie findest du das Bild? Scheint, als kämpfst du mit einer Verstopfung. Was? Edna meint, ich würde ernst aussehen. Ja, ernsthaft fokussiert auf. Schon verstanden. Ich muss ein besseres Bild finden. Und glücklicherweise stehen einige zur Auswahl. Schwer. Extrem. Meine Mutter hat aus der fotografischen Katalogisierung meines Lebens eine Obsession gemacht. Das Gehirn eines degenerierten Kriminellen. Das ist Kit Tennens Gedankenkarte, eine Aufzeichnung von unserem Gehirnvermessungshelm. Dank dieser Karte erkennst du, dass er ein Verbrecher ist? Nein, aber wenn sie in den mentalen Affinitätsmesser geschoben wird? Verrückt. Nicht verrückt. Das ist Wissenschaft. Was macht die Bakterienkultur? Geht so. Die Bakterien sind etwas außer Kontrolle geraten. Ich musste den Stickstoffschlauch mit einer Klemme verschließen, damit das Labor nicht vom Gestank überflutet wird. Ist die Klemme wieder abgefallen? Ja. Mach sie wieder fest. Ich weiß ja auch nicht, wieso ich diesen Bakterientank noch hier habe. Jedes Mal, wenn die Klemme abgefallen ist, brauche ich noch ein paar Minuten, um den ekligen Gestank wieder wegzubekommen. Hey Emmett, ich habe eine Idee. Was? Warum bringe ich dein Fotoalbum nicht einfach zu Edna? Dann kann sie eins aussuchen. Großartige Idee. Sie hat einfach ein besseres Auge dafür. Ha, danke, Kumpel. Nicht der Rede wert. Was macht diese Schreibmaschine nochmal? Während des Affinitätstests empfängt sie Daten vom Gehirnvermessungshelm und wandelt sie in Lochkarten um. So wie die von Mr. Tennen dort drüben. Klingt kompliziert. Eigentlich war es sehr leicht, alles zusammenzubauen, nachdem Edna mich auf die Idee gebracht hatte. Klingt für mich, als würdest du an härteren Problemen arbeiten. Was? Tut mir leid, ich muss weiterarbeiten. Was ist das? Das sind Gedankenkarten von Dutzenden Personen, die ich in den letzten Wochen getestet habe. Ich muss sie noch vor der Expo sortieren. Warum?
Edna will alle Bewohner von Hill Valley mittels ihrer mentalen Affinität katalogisieren. Ist das nicht süß? Nicht wirklich.